Ich vergleiche meine Videos immer so ein bisschen mit so einer Erklärtafel im Museum, die vielleicht ein Exponat erklärt oder ein Foto oder so, einen Zusammenhang. Dann hast du nicht die ganze Ausstellung gesehen und du hast auch nicht das komplette Thema verstanden, um das es jetzt geht. Aber du hast vielleicht einen Aspekt schon mal mitbekommen und das ist ja auch schon viel wert. Ortsnamen, die mir meiner Kindheit, meiner Jugend extrem viel bedeutet haben, weil ich da Fußball gespielt habe, mit dem Zug umgestiegen bin, weil es dann den ersten H&M gab, dass dann plötzlich diese Orte auf Dokumenten über Massenmord stehen. Das hat bei mir irgendwie für einen ganz besonderen Aha-Moment gesorgt und den würde ich eben ganz gerne auch anderen Leuten verschaffen. Werkstatt Gespräch. Geschichten, die Aha-Momente auslösen, berühren und verfangen. Wie können wir diese Geschichten im Kontext Schule und in der politischen Bildung nutzen? Vor allem, wenn es um Themen geht, die in der Vergangenheit liegen, wie zum Beispiel die Verbrechen des Nationalsozialismus. Was können wir von TikTok lernen, wo Geschichten im Turbotempo erzählt werden? Darum geht's heute, hier in der dritten Folge Werkstatt Gespräch. Willkommen zurück, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Philine Janus aus der Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung. In der Werkstatt nehmen wir aktuelle Trends in der digitalen Bildung unter die Lupe. Und da kommen wir natürlich auch an der Videoplattform TikTok nicht vorbei. Wer auf TikTok unterwegs ist und sich für Geschichte interessiert, hatte auch unsere beiden Gästinnen vielleicht schon mal auf der For You-Page. Leonie Schöler und Susanne Siegert. Leonie Schöler ist studierte Historikerin und Journalistin. Auf TikTok und Instagram erzählt sie unter dem Handle Hey Leonie Geschichte aus einem anderen Blickwinkel, der in der klassischen Geschichtsschreibung wenig vorkommt. Susanne Siegert, aka Keine Erinnerungskultur, nutzt TikTok und Instagram, um über die NS-Vergangenheit vor der eigenen Haustür zu erzählen. Zusammen mit Journalistin Nina Heinrich habe ich mit den beiden darüber gesprochen, wie man junge Menschen für Geschichte begeistert, was das Rezept für ein virales TikTok ist und ob Content-Creator Geschichte spannender vermitteln können als Lehrkräfte. Zu Beginn unseres Gesprächs wollte ich von Susanne wissen, warum sie ihren Kanal eigentlich keine Erinnerungskultur genannt hat. Es kam daher, dass ich in einem Podcast mal gehört habe, dass es ja eigentlich falsch ist, von Erinnern zu sprechen, wenn wir über unsere Beschäftigung mit der NS-Zeit sprechen, wenn man sich nur an was erinnern kann, was man persönlich erlebt hat. Und deswegen fand ich irgendwie das ganz guten Gedanken, da auch andere Begriffe für zu verwenden, für uns, die wir einen anderen Umgang mit dem Thema haben, als das vielleicht noch vor 50 Jahren der Fall war. Und was sind diese anderen Begriffe dann? Ich finde Gedenkarbeit zum Beispiel einen sehr guten alternativen Begriff, weil der das Gedenken und auch das Aktive viel besser betont. Es ist Arbeit und es ist nicht so ritualisiertes Zurücklehnen und Zuhören, sondern es ist wirklich aktives Arbeiten. Leonie, du hast ja jetzt ungleich zu Susi nicht eine Zeit, eine historische Geschichtszeit, auf die du dich konzentrierst in deiner Arbeit. Trotzdem gibt es so ein Thema, das sich so durchzieht bei dir, und zwar, dass du den Unbekannten Stimmen oder unbekannten Personen in der Geschichte eine Stimme gibst oder ihre Geschichte erzählst. Wie machst du das und warum? Ich habe vor 3,5 Jahren mit TikTok angefangen und damals noch gar keinen Plan, was ich da für Schwerpunkte setzen möchte, und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass auf TikTok oder insgesamt auf Social Media sich vielleicht eine Geschichtserzählung eignet, die sich ein bisschen abhebt von den klassischen Geschichtsbüchern, die nicht einfach nochmal wiederholt, was wir sowieso schon die ganze Zeit lernen. Und da geht ja eigentlich auch schon mit einher, vielleicht auch Perspektiven und Biografien in den Mittelpunkt zu rücken, die oftmals einfach unerhört blieben. Und ich habe dann meinen TikTok-Account auch so ein kleines bisschen als so eine Art Korrektiv gesehen, dass vielleicht klassische Geschichtserzählungen ein bisschen entstaubt auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch anbietet, hey, Geschichte können wir auch aufbrechen, diese Erzählung, und da Frauen und anderen marginalisierten Gruppen eben auch mehr Gehör schenken. Und das geht vielleicht auch ein bisschen mit dem einher, was Susi ja auch macht, nämlich dieses Aufbrechen von sehr populären Narrativen und mal ein bisschen mit neuen Medien, aber auch mit neuen Perspektiven auf die Geschichte schauen und gucken, wie wir sie heute vielleicht auch neu erzählen können. Manche Geschichten sind ja tatsächlich schon ein bisschen bekannter, über die wurden ganze Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Lise Meitner oder Rosalind Franklin. Und manche Geschichten finde ich dann zum Beispiel, wenn ich mir solche Sammelbände anschaue, die größten Chemiker aller Zeiten, und dann schaue ich mir die drei Frauen an, die da in diesem Buch sind, und
relativ häufig, muss man tatsächlich sagen, ist das eine Art Selbstläufer. Also in vielen Biografien finden sich dann einfach Punkte, wo sie übergangen wurden, weil sie eine Frau waren oder weil sie zum Beispiel schwarz waren oder Jüdinnen und Juden waren. Also zum Beispiel auch der Fall Lise Meitner, finde ich auch ganz interessant. Ist man jetzt langsam dahinter gekommen, dass sie als Frau den Nobelpreis nicht bekommen hat. Aber in ihrem Fall würde ich fast sagen, dass sie Jüdin war und fliehen musste aus Nazi-Deutschland und Otto Hahn und Lise Meitner nicht zusammen publizieren konnten, weil er eben noch in Nazi-Deutschland war. Das ist für ihre Geschichte fast noch wichtiger. Und da lohnt es sich einfach, dann intersektional auf die Geschichte zu blicken, um diese verschiedenen Mechanismen und wie sie ja auch zusammen funktionieren, zu entdecken und zu entmanteln. Du hast ja auch schon einen ganz wichtigen Begriff, auch generell für unsere Podcast-Staffel genannt, Narrative. Du hast jetzt von populären Narrativen gesprochen. Narrative, vielleicht korrigier mich nochmal, wie du den Begriff auslegen würdest, hat viel damit zu tun, aus welcher Perspektive und mit welcher Schwerpunktsetzung gebe ich Geschichte wieder. Du hattest jetzt gerade schon hier ein historisches Beispiel mit Luise Meitner genannt, aber jetzt von einem eurer TikTok-Videos, wie geht ihr da vor? Also wonach sucht ihr die Geschichte aus? Wie textet ihr das? Wie bildet ihr da auch eine Form von Dramaturgie? Ich gehe erstmal auch sehr ähnlich vor, wie Leonie das gesagt hat. Und auch dieser Fokus auf vielleicht noch nicht so bekannte Opfergruppen, noch nicht so bekannte Orte auch von NS-Verbrechen. Mir ist schon ein Anliegen, auch die ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Und dann ist mir immer auch der persönliche Bezug ganz wichtig. Also es wird nie irgendwie ein Video geben über ein Thema, wozu ich kein Gefühl irgendwie hatte oder keine bestimmte Emotion, wo ich mir dachte, oh, die würde ich gerne teilen. Und diese Emotion ist mir dann auch ein Anliegen, die ganz klar mit zu transportieren. Mir fällt als ein Beispiel sofort die Biografie von Faye Schulman ein. Sie war eine Partisanin und eine jüdische Widerstandskämpferin. Ich habe mir sie sogar tätowieren lassen auf meinen Arm, weil ich sie sehr beeindruckend finde als Person. Und habe auch dann damit mein Video begonnen. Wir haben euch das Video mal rausgesucht. Hier ein Ausschnitt daraus. Das hört sich dann so an. Ich habe hier auf meinem Unterarm Faye Schulman tätowiert. Und erzähle euch heute mal, wer das eigentlich war. Das ist Weiblicher Nazi-Widerstand Part 2. Und so ist es bei mir ganz oft zu sagen, ey, ich habe noch nie von diesem KZ gehört, obwohl ich mich seit 4 Jahren damit beschäftige. Oder ich laufe seit 4 Jahren an diesem Ort vorbei, heute ist mir das aufgefallen. Oder wusstet ihr das? Also, ne, also immer so ein bisschen meine persönlichen Gedanken auch bei der Recherche irgendwie da darzustellen, auch gerne in dieser Hook, wie man es ja nennt, in diesen ersten Sekunden des Videos, um die Leute sofort reinzuziehen und denen auch so ein was in die Hand zu geben, womit sie sich, glaube ich, auch ja identifizieren können. Also dem kann ich mich eigentlich komplett anschließen. Ich habe schnell gemerkt, dass auf TikTok Identifikationsfiguren sehr gut funktionieren, vor allem wenn sie auch eher jung sind, häufig auch eher weiblich, weil das vielleicht auch Geschichten sind und Personen, so wie Susi schon sagt, die man erstmal vielleicht auch nicht erwarten würde, weil man davon einfach noch nie was gehört hat. Also wir beide beschäftigen uns ja viel mit der NS-Zeit und mit Geschichtsdarstellung und auch dort, wenn man sich damit beschäftigt, dann sind da bestimmte Täter und Opfergruppen sehr gesetzt, aber zum Beispiel über Partisaninnen und Partisanen habe ich auch wenig bisher gemacht. Manchmal kommt man dann über so ein Thema, das man sich mal vornimmt, findet man auf einmal wie so ein Domino-Effekt so viele neue Themen und ist so, boah, darüber kann ich noch so viel machen. Also dann habe ich auch zum Beispiel eine Videoreihe gemacht über jüdische WiderstandskämpferInnen, die ja häufig in der Gedenkarbeit so ein bisschen runterfallen. Also Jüdinnen und Juden sind die Opfergruppe und das kann man über einzelne Biografien ganz gut machen. Ich versuche, das Thema immer so ein bisschen so zu stecken, dass es überhaupt in dieser kurzen Form, die man ja in einem Reel oder TikTok nun mal einfach nur hat mit 1,5 Minuten ungefähr, dass es sich da auch ausgeht, also dass ich nicht einfach zu viel aufmache, ohne das Video dann wirklich abschließen zu können mit dem Thema. Ich versuche vielleicht auch ein bisschen wegzukommen von dieser ganz linearen Geschichtserzählung. Also es geht ja nicht nur um Perspektiven, sondern es geht auch darum, dass wir vielleicht so ein bisschen mehr dahin kommen, Geschichte nicht als nur so eine Abfolge von einzelnen Daten zu begreifen, sondern als ganz viele parallel verlaufende Prozesse, die mal abgeschlossen sind, mal weitergehen, mal gefühlt sich auch zurückdrehen. Also nicht umsonst sprechen ja viele Menschen jetzt irgendwie davon, dass sich die 20er Jahre zu wiederholen scheinen. Und das sind ja zum Beispiel Fragen, da könnte man das aufgreifen und fragen, inwiefern stimmt das denn überhaupt, ne, in Bezug auf queere Bewegungen, in Bezug auf Wirtschaft, auf das soziale Sicherheitsgefühl von Menschen, auf dem Erstarken von populistischen
Parolen etc. Und das sind zum Beispiel Themen, die lassen sich über einzelne Biografien sehr gut einfach auf Augenhöhe erzählen. Und auch die Zuschauerinnen können dann natürlich sich selbst auch in Bezug setzen. Also ihr setzt euch in Bezug, habt ihr gerade gesagt. Also ihr müsst euch interessieren, euch muss diese Geschichte, diese Person begeistern und dann überträgt sich ja dieser Funken dann auch meistens. Ne? Geschichte muss man auch irgendwie erleben, man muss erforschen. Deswegen finde ich das auch so stark, was Susi macht, dass sie ganz viel mit Dokumenten arbeitet, mit Quellen und dann vielleicht jungen Menschen auch ermöglicht, mal selber nachzuschauen. Hey, was finde ich denn in den Archiven? Das sind ja richtige Schätze, in Anführungszeichen, an Wissen und Informationen, die man da selber erforschen kann. Und ich glaube, diese Begeisterung, die muss man einfach vermitteln, damit man irgendwie vielleicht auch diese Frage beantwortet, was hat die Vergangenheit eigentlich mit mir heute noch zu tun? Ja, einiges. Und das kann total empowernd sein, diese Erkenntnis zu haben und dann auch vielleicht selber nachzuforschen und weiterzuforschen. Dieses Interesse von jungen Menschen an Geschichte, die haben vielleicht Interesse an ganz anderen Themen. Also ich erlebe das ganz oft, dass Leute in meinen Kommentaren dann fragen, ich bin selber queer, kannst du mal was über diese Opfergruppe machen? Oder meine beste Freundin ist muslimisch aufgewachsen, kannst du mal über diese Opfergruppe was machen? Gab es auch muslimische Häftlinge? Oder, ne, also dass da total viel Interesse ist, auch eigene Bezugspunkte zu schaffen. Und das sind halt nun mal ganz oft Themen, über die bisher noch nicht so viel gesprochen wurde. Wer genau ist eure Zielgruppe? Habt ihr da einen ähnlichen Altersdurchschnitt? Susi, wie ist es bei dir? Bei mir sind so die Hälfte der Nutzerinnen, also meine Followerinnen sind unter 25. 48% sind unter 25. Und Followerinnen mit Mehrzahl auf weiblichen? Absolut. 70% weiblich. Interessant. Und bei dir, Leonie? So mit dem 70% weiblich, das würde ich so gerade auf TikTok unterstreichen. Auf Instagram sind es, glaube ich, eher so 60-65% weiblich, aber schon mehr Frauen. Und das ist ja auch interessant, weil eigentlich ist die Zielgruppe in vielen klassischen medialen Geschichtsformaten eher eine männliche Zielgruppe, auch eher eine ältere Zielgruppe. Habt ihr eine Vermutung, woran das liegt? Daran, dass ihr weibliche Content-Creatorinnen seid? Ja, dass wir weibliche Geschichte, also auch wenn man sich anschaut, wer erzählt eigentlich Geschichte, das sind halt häufig einfach auch ältere Männer und daran ist auch erstmal nichts verkehrt. Es ist halt nur, da ist eine Lücke. Ne? Es fehlen halt weibliche Geschichtsvermittlerinnen, junge GeschichtsvermittlerInnen, die halt einfach auch eine andere Sprache sprechen, manchmal andere Perspektiven mitbringen. Was das Alter angeht von meiner Zielgruppe, um darauf zurückzukommen, ich glaube, meine sind ein bisschen älter. Also ich würde sagen, so in den 20ern. Das heißt, ihr richtet eure Inhalte sehr gezielt an junge Menschen. Liegt es auch daran, dass euch in der Schulzeit, in der Geschichte Vermittlung, was gefehlt hat? Ich glaube erstmal, ich bin ja selber auch keine Historikerin und habe ja eher selber so über ein eigenes Interesse, sage ich mal, reingefunden, als ich gemerkt habe, wow, man findet so viel heraus, auch mit einem eher Basic-Wissen. Also ich habe mich auch nie sonderlich für Geschichte interessiert, muss ich sagen, bis ich eben über einen eigenen Bezug, ne, über ein Lager, das es in meiner Heimat gab, darüber so reingekommen bin, auch in das Thema Recherche und wollte dann eben gerne auch so diese Motivation weitergeben an Leute, dass sie selber anfangen zu recherchieren. Aber ich glaube, allein dadurch, dass ich eben eher allein Historikerin, wenn ich es jetzt mal große Einführungszeichen bin, nutze ich sehr viel einfache Sprache und setze vor allem überhaupt keine Begriffe voraus. Ne? Jetzt in der Zwischenzeit kenne ich natürlich ein paar Begriffe, aber ich würde nicht mal Antisemitismus voraussetzen, zum Beispiel in meinen Videos oder Euthanasie oder T4-Aktion oder so. Ne? Das sind Begriffe, die gehen einem sehr leicht über die Lippen, aber die kann man auch meistens ziemlich einfach irgendwie umschreiben, beziehungsweise braucht es, glaube ich, dann ein ganzes Video, um erstmal zu erklären, was das überhaupt ist. Deswegen, ich versuche schon zu überlegen, habe ich das gewusst, als ich 15 war, und irgendwie, wie gesagt, nur Semi-Interesse im Geschichtsunterricht. Nee, und dann will ich das auch irgendwie anders aufbereiten. Und versuche ja auch in meinen Videos, die sind immer sehr spitz, also ich habe ja nie ein Video über, keine Ahnung, die letzten Kriegsmonate in Europa, sondern es geht ja immer sehr spitz um, was war die Situation für menstruierende Personen in Auschwitz oder welche Schuhe haben die Leute getragen, welche Nahrung haben sie bekommen. Es ist sehr spitze Themen, die brauchen vielleicht gar nicht so viel Vorwissen über Judenverfolgung etc., sondern es reicht es zu wissen und daraus kommt dann irgendwie so ein Gesamtbild von diesem ganzen Konstrukt NS-Geschichte. Also bei mir war es ein bisschen anders oder vielleicht komplett andersrum sogar. Ich habe mich schon als Kind wahnsinnig für Geschichte interessiert. Ich wollte erst Archäologin werden und hatte da so ein ganz romantisiertes Bild davon, was ich da alles Großes entdecken würde. Und dann hatten wir bei mir in der Stadt, ich komme aus Lüneburg, das ist ja auch so eine historische Stadt, eine Ausgrabungsstätte, wo dann über Wochen da die ArchäologInnen gearbeitet haben, und damit sie dann am Ende 3 verrostete Münzen gefunden hatten. Und da habe ich gemerkt, okay, ich glaube, das ist dann doch nicht so ganz meins. Und über die
die Schule ist mir diese Begeisterung für Geschichte aber tatsächlich ein bisschen abhanden gekommen, weil es einfach häufig sehr theoretisch, auch sehr intellektuell war. Und ich bin ja eine Akademikerin und ich habe auch per se nicht immer was gegen akademische und intellektuelle Diskurse. Aber ich frage mich so, was ist denn das Ziel von Geschichtswissenschaft? Doch eigentlich, dass wir an diese Informationen rankommen, dass wir die Diskurse, die dort geführt werden, auch mitbekommen und mitbegreifen und mitsprechen können. Und zwar alle, unabhängig davon, ob wir jetzt einzelne Begriffe kennen. Und ich glaube auch, dass manche Begrifflichkeiten auch unsauber verwendet werden, gerade aus dieser Not heraus, dass man halt sie irgendwie schon mal gehört hat und dann auch mitreden will und sich vielleicht auch nicht die Blöße geben möchte. Das ist ja die Stärke von jüngeren Zielgruppen. Da erwarten wir vielleicht auch noch nicht, dass sie alles wissen und deswegen trauen sie sich auch mehr nachzufragen und offen zu bleiben. Und deswegen macht die Zielgruppe auch einfach viel Spaß, weil ich mir denke, da ist jetzt die Chance, Menschen für Geschichte zu begeistern und ihnen mit auf den Weg zu geben. Wenn du offen bleibst und aufmerksam, dann kannst du dir ganz viel für dein jetziges Leben erklären aus der Vergangenheit. Liegt dem denn eurerseits die Vermutung zugrunde, dass die Schule junge Menschen nicht so für Geschichte begeistern könnt, wie ihr es mit eurer Arbeit macht? Ich glaube einfach, natürlich kann das absolut nicht einen Geschichtsunterricht ersetzen oder auch einen Gedenkstättenbesuch oder so, aber es ist ein gutes, ergänzendes Angebot und auch vielleicht so ein Einfallstor für viele, ne, um mit dem Thema irgendwie erstmal so warm zu werden, in Anführungszeichen. Ich glaube einfach, Schulunterricht hat immer so einen Zwang. Ne? Es ist Mittwoch, dritte Stunde, wir haben jetzt Geschichtsunterricht und beschäftigen uns mit Nazi-Verbrechen. Nächste Woche Freitag fahren wir in die Gedenkstätte, ob du willst oder nicht oder ob du in dem Moment vielleicht auch irgendwie mental, körperlich bereit bist für das Thema. Und das ist halt der große Vorteil, ne, bei unseren Accounts und TikTok generell. Du kannst 10-mal vorbeiscrollen und dann beim 11-mal vielleicht sagen, okay, jetzt interessiert es mich, jetzt bin ich gerade auch bereit dafür. Und dann fällst du vielleicht rein in diese Rabbit Hole, guckst dir alle Videos an, aber du entscheidest halt irgendwie selber. Bei dir höre ich eigentlich eher so eine Kritik an der Geschichtsforschung oder Geschichtsschreibung raus, vielleicht weniger als am Bildungssystem. Also du sprichst oft davon, Geschichte wird eben von bestimmten Menschen geschrieben. Es gibt auch ein Zitat von dir, Geschichte ist immer auch eine Erzählung. Wer erzählt da und was wird erzählt und was auch nicht und warum? Also was ist sozusagen deine Einschätzung da, wie mit Geschichte umgegangen wird in der Gesellschaft? Ich glaube, dass sich in den letzten Jahrzehnten auch in der Geschichtsforschung wahnsinnig viel getan hat, einfach weil immer mehr Menschen auch begriffen haben, okay, gerade weil Geschichte narrativ ist, eine Erzählung ist, lohnt es sich da auch reinzugehen und mitzudiskutieren, über welche Narrative sprechen wir eigentlich. Und so dieser Trend dahin, Frauen und antikoloniale Perspektiven in der Geschichte sichtbarer zu machen, das ist ja nicht erst seit wir TikTok machen, sondern das ist ja schon länger in der Geschichtsforschung angekommen. Aber es transportiert sich meiner Meinung nach häufig nicht in den Unterricht, der immer auch irgendwie zurückhängt, gerade weil er so festgesteckt ist. Ich glaube, es bräuchte insgesamt eine Reform der Schule. Und ich glaube, was die Geschichtsforschung angeht, hatten wir halt einfach eine Zeit lang eine bestimmte Zielgruppe, die das überhaupt machen konnte, die halt studieren konnte, die halt publizieren konnte, die es sich auch teilweise leisten konnte, in andere Länder zu reisen und dann aufzuschreiben, was man da gesehen hat und sich dann seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Das funktioniert ja heute ganz anders. Frauen studieren auch Geschichte und auch schwarze Menschen, muslimische Menschen und all diese Dinge, die sich schon verändert haben und die natürlich auch zu einem inklusiveren Diskurs auch in der Geschichtswissenschaft dazu geführt haben. Aber ich glaube, trotzdem hängen halt diese alteingesessenen Erzählungen und Perspektiven, die hängen halt immer noch drin und die muss man erstmal wieder aufbrechen. Und zwar auch nicht nur in der Geschichtswissenschaft, sondern ja auch allgemein in den Köpfen der Menschen. Ihr achtet ja beide darauf, dass so wie ihr die Geschichten erzählt, dass das was mit eurer Zielgruppe zu tun habt. Also du sagst, du findest die Geschichten vor deiner Haustür. Bei dir hat das ganz viel mit Menschen zu tun. Also es ist so eine Bezugnahme zum eigenen Leben, die da auf unterschiedlichen Ebenen bei euch funktioniert. Vielleicht schließt das sehr gut auch an das an, was Leonie gerade gesagt hat, nämlich immer noch wieder diesen Bezug herzustellen zu Schülerinnen und Schülern. Was genau meinst du damit und wie kann das funktionieren? Also ich glaube, es ist einer meiner häufigsten Kommentare unter meinen Videos, mach mal was über und dann insert eigener Heimatort. Ne? Also ganz viele Leute erfahren dann irgendwie über die Videos so, okay, also es gab nicht nur Auschwitz und Buchenwald, es gab so viele andere, auch kleinere Orte und wollen dann selber irgendwie wissen, wie war es denn dann bei mir? Ich merke auf jeden Fall, da ist ganz starkes Interesse und das ist ja auch so ein bisschen meine Motivation zu befähigen, dass Leute das irgendwie selber herausfinden können, was in Wasseralfingen irgendwie noch passiert ist an Orte der Zwangsarbeit oder eben Orte von Außenlagern etc. Und da ist ganz viel Interesse, ne? Und Leute wollen da auch aktiv werden und irgendwie selber
weil ich einfach ja auch einmal dieses Erlebnis hatte, einfach irgendwie Ortsnamen, die mir meiner Kindheit, meiner Jugend extrem viel bedeutet haben, weil ich da Fußball gespielt habe, mit dem Zug umgestiegen bin, weil es da den ersten H&M gab, dass dann plötzlich diese Orte auf Dokumenten über Massenmord stehen. Das hat bei mir irgendwie für einen ganz besonderen Aha-Moment gesorgt und den würde ich eben ganz gerne auch anderen Leuten verschaffen. In unserer vorherigen Staffel haben wir mit Simon Hurz vom Social Media Watch Blog gesprochen und da hat er in Bezug auf Wissenscontent in Social Media, im Speziellen eben auch Reels und TikToks, was ganz Interessantes gesagt, nämlich, dass ganz oft Leute denken, dass das ja nicht so aufwendig ist, weil es nicht so lang ist, weil man da Inhalte so kurz darstellt. Und er meinte, das Gegenteil ist der Fall. Die Kürze macht es eigentlich viel, viel anspruchsvoller, weil man ja trotzdem gerade so historisches Wissen vollständig und faktengetreu rüberbringen muss und das dann in dieser Kürze sozusagen schaffen muss, ohne dass irgendwas weggelassen wird. Ihr habt dazu schon ein bisschen was gesagt, dass ihr euch zum Beispiel so sehr spitz auf einen Themenbereich konzentriert. Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen weiter ausführen, wie schafft ihr das, diese komplexen historischen Zusammenhänge so kompakt darzustellen wie in einem TikTok? Ich bin ja nicht nur auf TikTok unterwegs mit historischen Inhalten, sondern ich mache ja auch Dokus, die teilweise 45, 60 oder 90 Minuten Spielzeit haben, in denen man so viel erzählen kann. Und dann in diesen kurzen Formaten merke ich dann wirklich, okay, diese 1,5 Minuten setzen ihm so den Deckel auf, dass man wirklich, man hat 5 bis 10 Sekunden für den Einstieg und 5 bis 10 Sekunden für ein Fazit. Und dazwischen muss man sozusagen diesen Spannungsbogen haben, wo man alles erzählt. Und da hilft es dann einmal auf der einen Seite, sich klarzumachen, okay, was kann ich wirklich mit diesem TikTok-Account leisten und was kann ich nicht leisten? Was hat bisher funktioniert? Was hat nicht so gut funktioniert? Und wenn man dann ein Video skriptet und merkt, okay, es kommt einfach auf die Kürze der Zeit nicht hin, dann auch den Mut zu haben und dieses Thema, auch wenn man schon vielleicht stundenlang dran rumgeskriptet hat, wieder in die Tonne zu werfen. So schade es dann manchmal auch ist. Welche Themen musstest du vor kurzem auf die Werkbank schieben, Susi? Ich glaube, ich habe so Themen, die ich seit 4 Jahren mit mir mitschleppe und immer wieder, ach, irgendwann findet man vielleicht mal diesen Dreh, ne, oder eine zweite Quelle, weil ich schon immer so nach einem Zwei-Quellen-Prinzip natürlich irgendwie arbeite, um auch sicherzustellen, dass das richtig ist. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, bei ganz vielen Skripten denke ich dann, oh, das ist mega interessante Info, aber wenn das Video auch ohne diese Info funktioniert, dann streiche ich die natürlich, auch wenn es wehtut. Ne? Ich glaube, im Journalismus nennt man das so kill your darlings, dass man das, auch wenn es irgendwie interessant ist und ich das irgendwie als ersten Fun Fact vielleicht einer Freundin erzähle oder so über dieses Video, dass ich dann trotzdem sage, aber für das Verständnis von diesem Thema, von diesem Ort, dieser Opfergruppe, muss es eigentlich nicht sein. Und dann muss es halt auch irgendwie raus, ne, um dann wirklich so diese Kürze zu halten. Also auch Mut zur Lücke. Ja, total. Und eben, ne, also ich glaube, aus einer Recherche könnten wahrscheinlich immer 5 Videos irgendwie entstehen, dass man dann aber eben Schwerpunkte setzt. Sonst ist es eben, ne, man findet dann keine richtig stringente Erzählung und das merkt man dann, glaube ich, auch an Nutzerzahlen, an Interaktionen, dass Leute hier dann einfach ganz schnell viele Punkte finden, wo sie absteigen, abspringen. Hast du so ein Rezept, was sozusagen im ersten Satz schon rübergebracht sein muss? Ich glaube, so eine gesunde Art von Clickbait. Also Clickbait klingt ja immer erstmal super negativ. Aber ich glaube, das kann man auch neugierig machen, ohne dass es jetzt irgendwie so, ah, die will nur Klicks erzielen mit Geschichten über eine Massenmord. Darum geht's ja einfach auch bei mir. Dass man aber trotzdem irgendwie sagen kann, ey, ich habe das jetzt eben, ne, zum ersten Mal gehört. Und dass man so ein bisschen anteast, ohne dass man jetzt irgendwie diese so richtigen Clickbait verwendet. Ich glaube, das ist irgendwie wichtig. Und bei mir ist wirklich so das Gefühl, was ich bei der Recherche irgendwie hatte, das irgendwie zu versuchen zu transportieren. Oder wie kam man auf die Geschichte? Oder eben, weil ich gerade meinte, man erzählt es einer Freundin. Was ist das, was du ihr als erstes erzählst? Ne? Ich glaube, das passt dann immer auch ganz gut in so eine Hook, in so einen Anfang. Auf TikTok ist es halt einfach so, die Leute scrollen und du musst mit jedem Satz, und das ist immer das, was ich mir versuche klarzumachen, mit jedem Satz oder jedem Absatz, jedem Cut, musst du die Leute dran behalten. Also die nach jedem Satz können die weiter swipen, weil sie sagen, ach, das interessiert mich jetzt doch nicht oder das Bild oder die Alte nervt oder was auch immer. Die Formulierung verstehe ich nicht, die Fragestellung ist mir zu abstrakt oder das Thema, ich habe jetzt gerade 3 Kochvideos gesehen, jetzt will ich mich nicht damit beschäftigen, und dagegen kämpfen wir halt einfach an und dann muss man halt auch manchmal den Mut haben zu sagen, okay, die erste Zeile muss halt einfach sitzen und das muss ja nicht zulasten des Inhaltes gehen, aber es muss halt interessant genug sein, dass die Leute dranbleiben wollen, auch wenn wir mit edukativen Inhalten in einer Unterhaltungs-App unterwegs sind.
Ich höre auch immer wieder von Lehrkräften, dass sie TikTok kritisch sehen. Und das natürlich auch aus guten Gründen. Denn diese Plattform lebt von der Schnelligkeit, was Auswirkungen auf die Aufmerksamkeitsspanne von Schülerinnen und Schülern hat. Gleichzeitig spielt die Verbreitung von Desinformation und populistischen Inhalten eine Rolle. Als ich mit Lehrenden aus der Werkstatt-Community gesprochen habe, haben mir die Lehrer Joscha Falk und Haluk Yomotace von solchen Erfahrungen erzählt. Wo mir TikTok auch immer wieder begegnet bei den Schülerinnen und Schülern, ist, wenn es um bestimmte Meinungen zu aktuellen Themen geht und ich mich dann erkundige, wo bestimmte Einschätzungen herkommen oder bestimmte Überzeugungen oder ein bestimmtes Vorwissen und sich dann herausstellt, naja, da haben sie halt ein Video dazu gesehen. Wo es dann ein bisschen problematisch wird, wenn sie dann sagen, aber der und der hat aber recht, weil der hat eine riesen Reichweite. Und das führt dann tatsächlich zu einer Autoritätsverschiebung, dass dann Personen, die sich als Influencer kennzeichnen, für Dinge, die sie einfach behaupten, für Dinge, die sie einfach sagen, dann so einen Einfluss auf junge Menschen haben, dass du teilweise gar keinen Einfluss mehr als Lehrkraft darauf hast. Inhalte, die Schülerinnen und Schüler auf TikTok konsumieren, finden ihren Weg also in den Unterricht. Ich wollte deswegen von Susanne Siegert und Leonie Schöler wissen, wie sie selbst ihre Rolle als Content-Creatorin im Bildungssystem verorten. Stehen ihre Videos für sich oder brauchen die Kontextualisierung, zum Beispiel durch ergänzende Unterrichtsstunden? Tatsächlich bekomme ich dieses Feedback auch häufiger von Lehrkräften, dass sie meine Videos im Unterricht einsetzen, auch in der Uni. Gerade wenn es um Public History geht und wie können wir Geschichte für die große Mehrheit zugänglich machen, da ist Social Media einfach ein Riesenthema. Und was mir Lehrkräfte spiegeln, ist, dass sie die Videos, die kurz sind, am Anfang der Stunde einsetzen, um so ein Thema aufzumachen, um eine Diskussion anzuregen. Ich vergleiche meine Videos immer so ein bisschen mit so einer Erklärtafel im Museum, die vielleicht ein Exponat erklärt oder ein Foto oder so, einen Zusammenhang. Dann hast du nicht die ganze Ausstellung gesehen und du hast auch nicht das komplette Thema verstanden, um das es jetzt geht, aber du hast vielleicht einen Aspekt schon mal mitbekommen und das ist ja auch schon viel wert. Und manche Leute gehen durchs Museum und lesen gar keinen einzigen Text und wenn sie durch TikTok scrollen und nur einmal ein Video sehen und da einmal irgendwie was mitbekommen haben, ist das schon viel wert. Und natürlich wünsche ich mir, dass diese Diskussion und dieses Wissen im Unterricht vertieft wird. Das wird es ja auch. Es gibt ja viele engagierte Lehrkräfte, die auch die sozialen Netzwerke nutzen, zum Beispiel auch so Aufgaben stellen wie schreib dein eigenes TikTok über dieses Thema oder über diese Person. Super, jetzt hast du unseren HörerInnen direkt vollständige Unterrichtskonzepte mitgeliefert. Susi, welche Tipps hast du für Lehrende, wie sie deine Videos auch in ihren Unterricht einbinden können? Ich würde mir eher wünschen, dass man dann so ein bisschen über das große Ganze, also über TikTok als großes Ganzes auch spricht, also über Medienkompetenz, weil die sollen dann gerne auch mal einen Blick in meine Kommentare werfen und dann einfach sehen, dass dort sehr viele Menschen das Ganze verharmlosen, leugnen, rechte Symboliken verwenden. Und ich fände es sehr gut, wenn Lehrkräfte das auch nutzen würden, um dann zu sagen, wie würdet ihr jetzt irgendwie einschätzen, was für eine Rolle haben diese Kommentare, wie würdet ihr irgendwie das Video beurteilen aufgrund seiner Glaubhaftigkeit? Also, dass man das Thema dann nicht dort beim Vorspiel von dem Video belässt, sondern auch in die Kommentare schaut und auch generell in TikTok als Plattform, was dort sonst noch so passiert. Bekommt ihr eigentlich auch Rückmeldungen von Lernenden, also von Menschen, die wirklich noch jeden Tag in der Schule sitzen und jetzt sich selbst dafür entscheiden, eure Videos zu gucken und das gar nicht von der Lehrerin, dem Lehrer mitgegeben bekommen? Was ich vor allem spannend finde, ist, wenn Schülerinnen und Schüler mir in die Kommentare schreiben, boah, das finde ich total interessant, darüber sprechen wir gerade in der Schule. Das nehme ich in die nächste Stunde mit und werde meinen Lehrer oder meine Lehrerin danach fragen. Viele Kommentare bekomme ich auch so in Richtung, oh, ich wünschte, du wärst meine Geschichtslehrerin. Ich glaube, das spielt so ein bisschen darauf an, weil es halt einfach sehr kurz ist und sehr kompakt und du bekommst dann diese Erkenntnis ja schon so vorgekaut und im Unterricht musst du sie dir ja eigentlich selber erarbeiten. Ich kriege diesen Kommentar auch öfter, aber wenn ich irgendwie auch von Schulklassen gefragt werde, ob ich mal vor Ort irgendwas vortrage, sage ich immer ab, weil ich so krassen Respekt auch wirklich davor habe von der Arbeit von pädagogischen Mitarbeitenden, von Lehrkräften, das nochmal in längerer Form irgendwie auszuarbeiten, auch irgendwie verschiedene Wissensstände einzugehen, auf verschiedene auch Lebenssituationen einzugehen. Ich würde mir niemals zutrauen, da jetzt dann in so einer langen Form über dieses Thema mit so einer
Schulklasse zu sprechen. Meine Mutter ist ja auch Geschichtslehrerin und daran sehe ich ja, was da einfach für ein Rattenschwanz dran hängt an diesem Beruf, der ja auch über einzelne Unterrichtsstunden hinausgeht, die Vor- und Nachbereitung nicht nur des Lehrplans oder der Unterrichtseinheiten, sondern ja auch der individuellen Förderung von einzelnen SchülerInnen. Also das ist ja immer mehr geworden in den letzten Jahren und deswegen haben mich auch ganz viele gefragt, boah, willst du nicht, also du könntest das bestimmt auch so gut und weiß ich gar nicht, ob ich das so könnte, weil ich habe eine sehr große Begeisterung für die Inhalte, aber das, was Susi auch sagt, diese pädagogische Arbeit steht ja eigentlich im Vordergrund und ich glaube, da lasse ich es dann doch lieber bei den Lehrkräften, die das auch studiert haben und da auch den richtigen Zugang haben, das eben nicht nur über die Länge von 1,5 Minuten gut zu erklären, sondern über mehrere Stunden. Ihr habt bei eurer Themensetzung auch den großen Vorteil, euch nicht an den Lehrplan halten zu müssen. Das stimmt. Ja. Geschichtsvermittlung in der Schule, in der Bildung. Was muss sich ändern, Leonie? Viel mehr Projektarbeit, wo Schülerinnen und Schüler auch über längere Zeiträume, nicht nur über einzelne Unterrichtsstunden, selber sich eine Frage überlegen, selber und nicht nur für ein Referat oder am Ende schreibe ich eine Hausarbeit drüber, sondern wirklich, die können sich eigene Fragestellen überlegen, die sollen selber in die Forschung gehen, selber in die Recherche, dass man also auch im Geschichtsunterricht aus seiner eigenen Lebensrealität heraus sich Fragen überlegen kann. Also zum Beispiel, wenn jemand super gerne Videospiele spielt, da ist die Public History schon so weit, sich zu überlegen, was hat das denn mit Geschichtsvermittlung zu tun, aber im Unterricht spielt das kaum eine Rolle. Dabei ist es ja zum Beispiel total interessant, okay, wie wird denn die NS-Zeit in Wolfenstein dargestellt? Ja, und das könnte ja ein super interessantes Projekt sein. Wie gehen Computerspiele mit der NS-Zeit um zum Beispiel? Oder mit der DDR? Oder mit dem Thema Flucht? Oder was auch immer? Und daraus könnten super interessante Projekte entstehen, glaube ich. Das macht ihr ja auch manchmal so an populäre Kulturfilme, die gerade im Kino laufen, zu historischen Ereignissen andocken und darüber sprechen. Hollywood ist obsessed damit, junge Frauen und deutlich ältere Männer für ihre Filme zu casten, selbst dann, wenn sie damit historische Begebenheiten verändern. Jüngstes Beispiel, Napoleon. Das sind auch immer die Videos, die Bombe performen, weil man merkt, okay, das ist so, selbst die Filme, die sie vielleicht gar nicht geguckt hätten. Also ich habe zum Beispiel einen Film gemacht über Napoleon und ich gehe jetzt mal so davon aus, dass das nicht unbedingt die 15-jährigen Mädchen sind, die in diesen Film reingehen. Und trotzdem ist das Video richtig gut gelaufen, weil viele gesagt haben, boah, hey, warum haben wir nicht mal einen neuen Umgang mit historischen Figuren, gerade wenn es um Männer- und Frauendarstellungen geht. Und das ist dann halt wieder relevant für die Leute. Susi, was müsste sich aus deiner Sicht ändern? Was ich irgendwie gerne gelernt hätte, wäre so, dass man darauf eingeht, was sind denn auch immer so Argumentationen, die immer wieder kommen, auch gerade in und von rechts irgendwie so gekapert werden. Ne? Ich sage jetzt mal Themen wie, woher kommen die Opferzahl 6 Millionen? Dass einfach solche Themen, wo die immer in der öffentlichen Debatte diskutiert werden, wo es dann immer irgendwie die Gegendemonstrationen gibt, dass man bei solchen Themen irgendwie befähigt wird, mitzudiskutieren. Und dass man dann, wenn man irgendwo einen TikTok-Kommentar liest, dass man dann antworten kann, nee, ich weiß, woher diese Zahl kommt, weil ich es gelernt habe. Ne? Also, dass man schon schaut, welche Diskussionen laufen gerade so bei uns in der Gesellschaft und vielleicht, dass auch darauf dann einfach Bezug genommen wird. Auch sowas wie Verschwörungsmythen. Ne? Also, dass man versucht, Menschen zu befähigen, dass sie mitreden können. Das wäre mir noch sehr wichtig. Und ich glaube, was auch zukünftig immer wichtiger wird, das hatte Susi vorhin auch schon erwähnt, ist diese Medienkompetenz, gerade in Zeiten von auch KI. Also nicht nur, dass es darum geht, dass jede Person jetzt im Internet irgendwas behaupten kann und sagen kann, ja, das hier gibt es irgendwo eine Quelle, die habe ich mal irgendwo zwischen Tür und Angel gefunden, sondern dass es auch darum geht, was kann ich eigentlich über KI, was muss ich da wissen, ist das echt, ist das KI, ist das ein Fake? Und das können ganz viele Menschen nicht mehr unterscheiden und ich nehme mich da gar nicht aus. Und ich glaube, das ist insgesamt ein Thema, das noch eine viel größere Rolle spielen muss. Ich glaube, es hakt häufig daran, dass natürlich Schülerinnen und Schüler häufig in den sozialen Netzwerken fester und aktiver unterwegs sind und sich sogar besser auskennen als ihre Lehrkräfte. Und dann so diese Dynamik, dass jetzt Lehrkräfte erklären sollen auf Social Media, wie es da abgeht, ein bisschen schwierig ist für beide Seiten. Und gerade da bietet es sich ja an, in die Diskussion zu gehen. Das ist doch total interessant, das mal aufzugreifen und da mal weiterzugehen. Auch mit, gerade wenn man auf TikTok dieses Erstarken rechter Narrative und wie stark die AfD auf TikTok unterwegs ist. Ich weiß, da müssen Lehrkräfte im Unterricht immer ein bisschen aufpassen. Aber so Verschwörungsmythen, rechte Narrative, heute und damals, Antisemitismus, rassistische Diskriminierung, Genderdiskriminierung. Diese sozialen Netzwerke sind ja ein Spiegel der Gesellschaft und deswegen, manchmal verschärfen sie sogar noch. Kann man
gesellschaftliche Debatten sehr gut über die sozialen Netzwerke abholen und dann ja auch die Schülerinnen und Schüler mal fragen, was guckt ihr euch da eigentlich an? Wem folgt ihr? Warum folgt ihr denen? Was habt ihr euch da vielleicht mal gefragt? Welche Themen fehlen euch da? Welche Themen vermisst ihr gar nicht? Also, dass man das mal aufgreift, und ich glaube, da ist noch einige Luft nach oben. Vielleicht eine kurze Einordnung, wenn Lehrende über Content der AfD zum Beispiel in sozialen Netzwerken sprechen, müssen sie ein bisschen aufpassen, weil sie politischer Neutralität verpflichtet sind in der Kommunikation mit ihren Lernenden. Habt ihr konkrete Pläne, wie es weitergehen soll, was sozusagen Projekte sind, die ihr euch jetzt vornehmen möchtet in Zukunft? Und hat das mit Bildungskontent zu tun? Und warum glaubt ihr, ist das auch besonders relevant? Was sollte es noch geben in der Welt des Bildungskontents? Möchte ich übelst gerne mal ausprobieren, einen Livestream bei TikTok von einem Gedenkort, von einer Gedenkstätte. Also quasi, ich besuche die Gedenkstätte Sachsenhausen, habe dort einen Guide, eine Guide-Seite gestellt, und mit dieser Person führe ich quasi die Zuschauerin durch den Gedenkort. Und der Guide erklärt, ich kann meine Fragen, meine Gedanken dabei irgendwie zulassen, weil es gibt ja diese Livestreams schon von irgendwelchen Influencern, und die machen das, filmen dann irgendwelche Infotafeln ab, und auf Fragen von Nutzerinnen reagieren sie entweder gar nicht oder mit Falschinformationen. Und das ist, glaube ich, eine riesen Lücke, denn diese Streams haben Tausende von Zuschauern. Dass man solche Streams aber dann eben auch fachlich richtig und auch vielleicht pädagogisch gut aufbereitet macht. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine große Herausforderung, weil schon das Wort Livestream und Gedenkstätte schon sehr clashen, das verstehe ich auch. Aber wie gesagt, es gibt die sowieso, dann finde ich, sollte man auch versuchen, dass man die so gestaltet, dass sie wenigstens wertvoll sind. Braucht natürlich viel Vorbereitung und glaube auch viel Community Management Power, Backoffice nenne ich es jetzt mal, Menschen, die dann irgendwie da helfen, Kommentare zu sortieren, weil das natürlich eine Anlaufstelle ist für viele rechte Kommentare vorprogrammiert. Aber das wäre auf jeden Fall sowas, was ich irgendwie als Vorsatz oder als Projekt, was ich übelst gerne mal probieren würde, so im Kopf habe. Für mich geht es jetzt, glaube ich, nach 3,5, fast 4 Jahren TikTok ein bisschen in eine neue Richtung. Ich habe mir auf jeden Fall für dieses Jahr vorgenommen, keine Kurzvideos mehr zu posten. Also noch bin ich dort unterwegs, aber so gegen Mitte des Jahres wird das so ein bisschen weniger werden oder ganz aufhören. Und dann möchte ich gerne ein längeres Format machen. Vielleicht auch auf einer neuen Plattform wie YouTube, muss ich mal gucken, wo ich mir eher so 15 bis 20 Minuten Zeit nehme, um über die Themen zu reden. Und das wird eine ganz neue Herausforderung, weil dann natürlich die Frage, wie zieht man so ein Video auf, nochmal komplett von neu stellt. Wie viel kann ich in dieser Zeit erzählen? Das wird dann ein komplett neues Learning für mich. Aber gerade deswegen habe ich da auch so viel Lust drauf. Wir sind gespannt auf beides. Und ja, jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage. Die wollen wir all unseren Gästen im Podcast stellen, also auch euch. Und zwar haben wir ja das Thema Storytelling, und ihr seid ja Storytelling-Expertinnen. Nehmt uns mal mit in einen idealen Schultag einer fiktiven Schule eurer Wahl. Wie sieht da so ein Tag aus? Der Tag beginnt idealerweise erstmal um 9 und nicht um 8, denn es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass man, wenn man besser geschlafen hat, viel produktiver ist und viel mehr aufnehmen kann. Es beginnt erstmal mit einer kurzen Einheit zum Wachwerden, zum Ankommen, wo Schülerinnen und Schüler im Klassenverband erzählen können, teilen können, wie es ihnen geht. Die Lehrkräfte sich da auch einklinken und mitdiskutieren, was sie diese Woche beschäftigt und bewegt, vielleicht auch in der Welt, ne? So einen kleinen Nachrichtenumschwung. Und dann geht es in die erste Unterrichtseinheit. Ich glaube, ich gehe jetzt sehr stark in so freie Schule-Konzept, aber die Unterrichtseinheiten freier gestaltet werden können. Das heißt nicht, dass die Unterrichtsfächer nicht mehr existieren, aber dass sie vielleicht auch interdisziplinärer gestaltet sind. Also wenn ich zum Beispiel in Biologie mich jetzt mit der DNA beschäftige, dass ich dann in Geschichte mich mit der Erforschung der DNA auseinandersetzen kann, die ja von Rosalind Franklin entschlüsselt wurde, wofür aber 2 Männer den Nobelpreis bekommen haben. Wie es dazu kam, kann man in meinem Buch nachlesen. Aber das fände ich zum Beispiel total spannend, wenn Schülerinnen und Schüler da mehr Anknüpfungspunkte hätten. Weil, und das ist mir total hängen geblieben, meine Biologielehrerin hat mal gesagt, ihr lernt ja nicht für die Schule, und ihr müsst verstehen, das, was ihr im Unterricht lernt, miteinander zu verknüpfen. Macht kein Inselwissen, sondern macht ein verknüpftes Wissen. Auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler reduziert, ist das natürlich sehr schwierig.
Deswegen ja, freiere Unterrichtsstunden, in der auch mehr miteinander diskutiert wird. Eine Pause, die kostenfreies Schulessen austeilt. Und dann am Nachmittag geht es in die freie Projektarbeit. Das sind dann vielleicht AGs, Sport, Kunst. Und dann nachmittags nach der AG und Hausaufgabenzeit geht es dann nach Hause, wo man dann auch keine Aufgaben mehr machen muss, weil die hat man schon in der Schule erledigt. Susi, dein Tag in der idealen Schule? Was mir einfach wichtig wäre an so einem Schultag, ist auch dieses Nachrichten einzuordnen, ne? Dass man irgendwie, auch wenn man vielleicht nicht mit seinen Eltern am Vorabend die Tagesschau geguckt hat, dass man dann trotzdem am Anfang des Tages Zeit hat, irgendwie aktuelles Geschehen einzuordnen. Auch da kann 20 Minuten, eine halbe Stunde wahrscheinlich ja schon reichen, zu diskutieren, was ist gerade irgendwie wichtig, um ja einfach mitreden zu können. Und ich glaube auch dieses AG, diese Projektarbeiten, dass das ganz einen wichtigen Part einnehmen sollte, dass eben gerade jetzt mit den Themen, mit denen ich mich beschäftige, gibt es ja auch so viele Möglichkeiten, ne, zu sagen, man hat irgendwie eine Stolperstein-AG, man hat irgendwie eine AG, die recherchiert Biografien von Menschen, die mal auf der Schule waren. Ne. Es muss ja auch nicht immer einen S-Bezug haben, es kann irgendwie auch andere geschichtliche Personen betreffen. Aber ich glaube, das wäre so an meiner Schule, wäre wahrscheinlich vieles sehr Standard, aber dieses Nachrichtenbesprechen und diesen AG-Bezug, das fände ich auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept. Junge Menschen dazu anzuregen, die Bezüge von Geschichte und Politik zur eigenen Lebensrealität zu entdecken. Das ist die Vision von Susanne Siegert und Leonie Schöler für den idealen Lernort, aber auch Kern ihrer Social-Media-Arbeit. Mich hat überzeugt, dass es edukative Inhalte auf Plattformen wie TikTok und Instagram schaffen können, die Aufmerksamkeit von Jugendlichen zwischen Koch- und Comedy-Videos zu ergattern und dabei etwas ganz Substanzielles in wenigen Sekunden zu verpacken. Wie man TikTok in der Schule thematisieren kann und die Unterrichtsimpulse für eure Lehrpraxis aus dieser Folge, findet ihr wie immer auf unserer Webseite werkstatt.bbb.de. Auch in der nächsten Folge Werkstattgespräch werden soziale Netzwerke und Plattformen wieder eine Rolle spielen. Mit der Moderatorin Maria Popov und der Journalistin Omeima Ghazi sprechen wir über das Thema Identitätsstiftung und Selbsterzählung. Wie wollen wir von anderen gesehen werden und warum geht es in diesem Zusammenhang auch immer wieder um Repräsentation? Die Antworten auf diese und weitere Fragen hört ihr nächste Woche. Bis dahin, folgt gerne unserem Kanal Werkstatt BPB auf Instagram und bewertet den Podcast sehr gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wie immer freuen wir uns über euer Feedback per Mail an redaktion@werkstatt.bpb.de. Mein Name ist Feline Janus. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Werkstatt Gespräch ist ein Podcast von werkstatt.bpb.de. Moderation Feline Janus. Redaktion und Interviews Nina Heinrich, Feline Janus und Leonie Meyer. Redaktion BPB Tim Schmalfeld und Lilith Jogwa. Aufnahme und Schnitt Robert Traber und Alex Töchterle. Sounddesign Martin Kelly. Executive Producer Philly Zernack. Produziert von der Gesellschaft für eine gute Zukunft. Im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz CC BY SA 4.0, die es unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material zu beliebigen Zwecken unter Angabe des Urhebers zu teilen und zu bearbeiten.